Ey, yo, reiß dein Garn beim Nähen oder Stricken, bloß nicht quengeln. Kauf den Diamond Thread von Ermen und Engels. Yo, ein großer Freestyler wird aus mir wohl nicht mehr. Aber die Frage ist eigentlich interessant. Ermen und Engels, im Namen klingt schon an, eine Firma in Manchester, in der Shock City, in Cotonopolis, in der größten industriellen Stadt der Welt, der damaligen Zeit, hat Friedrich Engels gearbeitet. Es stellen sich sofort ein paar Fragen. Warum arbeitet Friedrich Engels in einer Firma, die Diamond Thread, einen sehr, sehr reißfesten Garn herstellt? Friedrich Engels wurde als Unternehmersohn in Barmen da hineingeboren. Sein Vater hat ihn früher von der Schule genommen, damit er eine Kaufmannslehre macht, hat ihn schnell in seiner eigenen Firma in England arbeiten lassen. Ja, so wurde Friedrich Engels dort hineingeboren. Die nächste Frage, die sich stellt, ist: Warum Manchester? Der Vater hatte auch eine Firma in Engelskirchen. Aber Friedrich Engels konnte nicht in Deutschland arbeiten, weil er seit 1849 steckbrieflich gesucht wurde von der preußischen Regierung. Ja, Wuppertal gehörte damals zu Preußen und er hat in Zeitungsartikeln und Büchern gegen die Regierung gewettert und für das kommunistische System Werbung gemacht. Das hat Preußen nicht gefallen, also musste er nach England. Dann stellt sich noch eine weitere Frage. Also, das Garn ist klar, Unternehmersohn. Warum Manchester ist auch klar. Aber wie passt das zusammen? Friedrich Engels verkauft Diamond Thread? Nun ja, er hat es nicht ganz verkauft, sondern er war für die Korrespondenz tätig. Ja? Friedrich Engels konnte fast alle europäischen Sprachen und hat dafür gesorgt, dass es verkauft wurde, ja, mit anderen Käufern geschrieben und hat auch hier, worauf ich sitze, Baumwolle aus Amerika gekauft. Ja, Friedrich Engels konnte fließend Englisch, Französisch, Italienisch. Er war der perfekte Mann für die Korrespondenz. Doch es stellt sich die Frage, warum braucht Engels das? Engels brauchte Geld. Sein Vater hat ihm Geld dann zugedreht und Engels musste Geld verdienen. Und es war für ihn, wie er selbst sagt, ein Ekel. Er hatte einen Ekel vor Manchester, einen Ekel vor dieser Firma. Aber er musste es tun. Er unterstützte gleichzeitig Marx, ja, seinen besten Freund, der gar nichts verdiente, und brauchte das Geld für sein eigenes Leben. Und er führte ein Doppelleben sondergleichen. Cut. Was für ein Doppelleben Engels geführt hat in Manchester, erfahrt ihr in einem anderen Video. Ich erzähle euch noch eine kurze Anekdote, wie es zu Ende ging. Als er mit 49 Jahren als reicher Mann aus dem Geschäft ausstieg, sagte er Hurra, ging heraus, ging mit der Tochter von Marx durch die Felder spazieren, ging in sein Arbeitszimmer, öffnete das Fenster und schrieb zu Marx, es kam kein schwarzer Rauch in seinen Raum rein und machte überall schwarze Flecken, sondern die Luft war sauber. Er konnte am Außenrand von Manchester spazieren gehen und nicht in die Stadtmitte und konnte endlich ein freier Mann sein. Er fühlte sich nach einiger eigener Aussage 10 Jahre jünger und konnte endlich publizistisch wieder aktiv sein.